Bevor wir aber jetzt zu YouTube gehen, ich würde ganz gerne mal, Adrian, mit dir den Sale bei 43,5 mir so ein bisschen Safe. angucken. Ehrlicherweise auch nicht schlecht, den Schuh. Also Ich irgendwie, weiß noch nicht, was ich von der Sohle halten soll. ja, irgendwas hat der an sich. Es gab da ja, glaube ich, auch irgendwie eine relativ nice Collabo mal drauf. Sieht schon sehr gewöhnungsbedürftig Ja. aus. Also ich weiß nicht, ob irgendwer, der gerade zuschaut, den vielleicht mal anhatte. Also ich finde, der sieht auch angezogen krasser aus als einfach nur so, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Definitiv. Also. Das unterschätzt man ja bei einigen Schuhen auch immer sehr, sehr doll, dass die nochmal ganz anders kommen, wenn man die anhat. Ich finde auch, wenn man im Bereich Adidas bleibt und den Namen Yeezy noch sagen darf, war es beim 450er ja auch so. Also der sieht natürlich aus wie die letzte Gurke. Einige würden wohl auch sagen, dass er auch angezogen aussieht wie die letzte Gurke. Aber das macht schon deutlich, deutlich mehr aus. Und das finde ich bei denen, wenn ich jetzt so die Produktbilder so ein bisschen sehe, sieht das auch schon so danach aus, dass er geiler kommt. Und für 180 wäre ich auf jeden Fall raus, aber jetzt für einen Hunni finde ich den nicht schlecht. Das ist, glaube ich, Ja, geil. der cremefarbene. Ist definitiv ein solider Schuh und besser als ein normaler LMD. Also die Sohle Ja. ist halt spannend. Ich weiß gar nicht, ist da Boost drin? Weiß das jemand? Versteckt Schreit sich? Mettenhof. Ja. Aber wie gesagt, für einen Hunni finde ich das okay. Also kann man durchaus für den Preis sich ziehen. Ich denke mal, der ist technisch auch am Start, so, da ist gut was drin. Also von daher schon mal hier den ersten guten Deal. Der New Balance 580 ist ja auch so ein bisschen nicht gefloppt, aber ich weiß nicht, fühle ich auch nicht so Nee, ganz. ist nicht Also meins. Weiß nicht, was es sein soll. Also da. wir loben ja immer New Balance in höchsten Tönen und ich glaube, das sollte so ein bisschen so ein Hybrid, finde ich, so aus 574 und so diese Made-in-Sachen, finde ich, vereint das so ein bisschen. Sieht ja auch so ein bisschen von der Silhouette aus wie 99 V2, aber hat mich bisher noch gar nicht Nee, abgeholt. voll nicht. Bin ich Also raus. bin ich definitiv auch aus hier. 2002er im Sale und dann nochmal mit 25% off. Das hättest du doch vom Jahr auch nicht erlebt. Hier der Flight 95 ist cool, Colorway schockt nicht. Sind das eigentlich die 97er alle noch, die sie alle 2019 vor Corona gepreordert haben? Oder warum? Also, ich sehe den wirklich gar nicht mehr an Füßen. Ja, gut. Ja, du hast den Silver Bullet an. Ja, das ist was anderes. So. Ja, ist eine berechtigte Frage. Also hier sowas, keine Ahnung. Also ist Schon schon schwer, schon schwer. gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde ja den CT302 von New Balance tatsächlich sehr schön. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ich muss halt immer sagen, was heißt mein Problem, ist ja eigentlich ein guter Benefit für eine Marke. Wenn mich jemand fragt, so auch nach denen oder auch den 530, wie ich den finde, sage ich immer so, ey, bezahlen 10er mehr. Erst gerade bei der Damenwelt, die ihn auch mit kleineren Größen hantieren, habe ich jetzt zum Beispiel auch beim 99 V6 gesagt, so ey, 10er mehr. Hast für 120 € den 99 V6, also wie sieht es da denn aus, ne? Deswegen finde ich immer, hat New Balance in dem Preissegment immer deutlich qualitativere Sachen. Da ist was dran, ja. Aber vom Look her machst du auf jeden Fall nichts verkehrt, Ey, so. als Girl und vielleicht als Typ, würde ich mir sofort ziehen. Bevor ich jetzt einen weißen Air Force Rock oder einen Panda nehme Ja, voll, oder vieles voll. anderes, also ich glaube, es hat New Balance auch so ein bisschen überrascht, dass der dann doch so gut funktioniert hat. Der läuft so ein bisschen unterm Radar. 97, wann es
Ja. Ja, 97er ist halt schon so ein Statement am Fuß, ne? Ja, Also haben wir ja auch im ist zu Podcast doll. schon oft genug besprochen. Und New Balance 997H, ich bin halt kein Fan von 997. Ich weiß gar nicht, ist H der gleiche? Wahrscheinlich schon, ne? Hat mich irgendwie noch nie so abgeholt. Haben wir Keine Ahnung. tatsächlich auch zuhauf verkauft. Ja, aber finde ich irgendwie. Nee, da bin ich Nee. raus, tatsächlich. Das ist auch wieder, weiß nicht, was es sein soll, ne? Es ist so ein bisschen so Mix aus verschiedenen Sachen und nee. Bin ich auch raus. Ansonsten, ja, 530er Vielen Dank für Supernova dein Follow. Sehr geil. Danke, Alex. Jetzt erst die ganze Zeit schon zugeguckt, erst nachgewartet, ob sich das Hey, lohnt, hallo, du kannst doch nicht unsere, ne? ne? Sind für jedes Follow sind wir dankbar. Ja, dicke Empfehlung nach wie vor, Supernova Cushion. Sehr, sehr schöner, geiler, solider Adidas-Schuh. Kann man nicht anders sagen. Du schreist, wenn du irgendwas siehst, ne? Ich schreie sofort Guck mal los. hier, 82. Kukini fühle ich auch gar nicht. Hat Nee. ja, glaube ich, auch mit Stüssy mal probiert, da irgendwas zu reanimieren, obwohl es da gar nichts mehr zu reanimieren gab. Ey, können wir mal kurz über Air Max 95er reden? Wie geil einfach Air Max 95er sind. Und ich weiß, das wurde tatsächlich auch letztens auf Discord ein bisschen anders diskutiert. Das Air Max 95 wurde da gesagt, dass das einer der hässlichsten Air Max aller Zeiten ist. Finde ich aber auch nicht. Ey, ich finde Air Max 95 einfach krass. Ich weiß nicht warum, aber gerade so der Neon und so, pff, einfach Feierabend. Es gab auch mal so ein Denim. So ein Neon-Denim, wie hieß der nochmal? Also ja, der OG-Neon habe ich tatsächlich auch noch. Schande über mein Haupt. Ich glaube, danach hat Asphalt Gold das umgestellt bei Raffles. Stimmt, die haben dir dann DM Ich geschrieben, habe ne? tatsächlich gewonnen und dann, aber tatsächlich hat mein Portemonnaie mitgespielt. Und ja, weil ich Chole Puma-Fan bin, ja, das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann eine DM bekommen habe, ey, yo, du hast den gewonnen, so. Kannst einfach uns unter dem Code irgendwie eine Nachricht schicken, dann kriegst du den in Warenkorb. Und habe ich dann tatsächlich nicht gemacht, weil ich tatsächlich wirklich zu dem Zeitpunkt nicht genug Kohle hatte, um den einfach so mit gutem Gewissen kaufen zu können. Und danach hat Asphalt Gold die App eingeführt, dass du vorher schon alles eingeben musstest mit PayPal und hier und da. Und vielleicht bin ich Teil. Ein Forum nervt mich auch tierisch. Und das ist ja auch einer, den wir mal als General Release der Woche hatten. Und dass der so krass im Preis fällt und eigentlich überall im Den habe Sale ich ist. tatsächlich auch im Outlet gesehen. Oh no. In Neumünster. Für, also jetzt nicht für super viel off, aber 90 € oder sowas. Also ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber gab es tatsächlich. Also würde ich noch High Tops so viel tragen, dann hätte ich mir den gezogen. Ich will auch den flachen davon gerne haben. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat es jetzt nicht so hohe Priorität. Deswegen hat es bisher noch nicht geklappt. Und ich habe den 80. Essex gekauft, der gleich aussieht. Das Awake, 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 awake. hier für 91 €. Der ist teilweise auch gerade beim Asphalt Gold Saver, der für 59 € und dann nochmal mit 25% auf. Was? Also quasi 40 €. Und das sind ja keine schlechten Schuhe. Also ich finde die echt, also der ist ein bisschen laut, aber Nee, ich würde, wenn, dann würde ich grundsolide. da, würde ich echt mit Lila gehen. Oder ist das Lila? Ja. Ja. Leute, ich habe eine Sehschwäche wirklich. Also manchmal bei Farben denke ich mir Hier auch auch in so, ich Grün. sehe nicht das. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Wie nennt man die? Sind das nicht Tiger Stripes bei Ja, Essex? sehr Guck gut. mal, hallo, hallo, hallo. Da irgendwie, der Bereich gefällt mir nicht. Die Tiger Stripes. Und das finde ich bei dem noch am schönsten, bei den Ja. Lilanen. Weißt du? Weil, Ist. nee. Aber auch da, es gibt halt auch ein paar geilere Gel-Light 3s. Das ist übrigens der Gel 1130, den ich meiner Freundin zum Sport gekauft habe. 63 € und dann, also ich habe auch jetzt nur 45 bezahlt. Aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz netter Schuh und den kann man ja auch so mal rocken. Von daher, danke, dass ich euren Segen da habe. Aber es ist eine geile Vielfalt hier, ne? Also man kann schon was Geiles sich hier ziehen bei Ich mache das auch 13,5. tatsächlich sehr gerne, gerade wenn so Sales sind und dann noch Sale auf Sale, dass ich wirklich, also manchmal blätter ich alle Seiten durch, das ist schon crazy. Meistens mache ich so, dass ich dann erstmal nach Essex filter, dann nach New Balance, dann nach Adidas und dann gucke ich mir so ein bisschen die anderen Sachen an, dann filter ich noch nach Größe und dann gucke ich mir da wirklich eigentlich alles an. Kahu fehlt ja auch noch bei uns, haben wir ja auch Ja. noch keine Erfahrungsberichte für euch, auch nicht.
Aber bei Karhu habe ich das gleiche Problem wie bei Salomon lange Zeit, die ich jetzt hatte. Ich habe keinen Karhu, weil ich alles bei Karhu spannend finde. Also nicht alles, alles, das ist jetzt übertrieben, aber es gibt so viele coole Colorways, coole Schuhe bei Karhu, dass ich mich nicht jetzt hinsetzen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt der Schuh, den muss ich haben. Und da habe ich dann immer diese Gelassenheit, ja, wenn ich jetzt unbedingt einen Karhu brauche, dann kann ich Dann kriegst du jetzt schon, googeln und ja. jetzt einkaufen. So, das, ne, ist halt irgendwo auch widersprüchlich, weil wenn ich die so geil finde, warum habe ich keinen? Aber so, ne, von meiner dummen Denke her ist das so mein Gedankengang Fühle schlussendlich. ich. Ist bei mir aber auch so. Das ist voll dämlich. Und man hat halt so, man sieht ja den Widerspruch in sich selber, weil wir kaufen dann irgendeinen anderen Scheiß. Aber ja, übrigens Slipstream Low für mich auch ein sehr, sehr geiles Ding für 2023. Also finde ich tierisch nice. Reiht sich ja auch so ein bisschen in Forum EX89550 und so ein. Aber sieht doch hier am Fuß, ist doch top. Kannst du nicht meckern. Noch in allen Größen eigentlich verfügbar. 70 Euro minus 25%. Also du kriegst wirklich für knapp 50 Euro, kriegst du in meinen Augen einen perfekten Schuh für den Alltag. Scheiß mal auf Dunk, scheiß mal auf Air Force. Ja, wirklich jetzt mal. Also bevor ich 150 oder 200 Euro für einen Dunk im Resale zahle, was? Ist schon fraglich, ja. Also ich klinge jetzt vielleicht auch wie so ein Vater, der seinem Kind irgendwie erzählen will, dass er jetzt hier keine Dunks tragen soll. Aber dieser Schuh ist doch perfekt. Also wirklich, ich bin hier kurz davor zu kaufen. Auch wieder dämlich. Ich kaufe jeden Scheiß und jetzt sehe ich hier sowas. Ja, keine Ahnung. Aber geiles Ding. Definitiv Slipstream Low. Sollte man so ein bisschen auf dem Schirm Ey, haben. den Saucony finde ich auch hammergeil. Hammer. Saucony muss auch unbedingt bei mir wieder zurück in Stock. Da ist tatsächlich, also meine Collabo mit Akribik, dem Miami Vice-Stil, ja, habe ich dann nachher ja zurückgegeben, weil er mir vorne also so, der ist vorne so ein bisschen kastig, würde ich jetzt mal beschreiben. Und das hat immer ein bisschen gedrückt auf den Füßen. Und deswegen habe ich dann nachher gesagt, nee, immer wenn ich ihn, da ist zu viel los, ja, immer wenn ich den am Fuß hatte, habe ich immer so gesagt, ah Mann, das nervt mich so. Ich habe den also optisch Granate, aber leider hat es dann am Ende des Tages, habe ich den abgeben müssen. Da ist er, der Azura. Habe ich den nachher abgegeben, weil es tat einfach am Ende des Tages echt weh, wenn ich den anhatte. Und ja, Leute, dann zieht man einen Schuh auch einfach nicht mehr an. So. Den gab es ja letztens auch irgendwie nochmal, als Akribik, glaube ich, 40% auf alles hatte oder was. Gab es den halbwegs hinterhergeschmissen. Hat mir auch ein Schade, bisschen weil das das Herz ist einfach geblutet. so ein, ja, schade, wirklich den, weil Saucony so geile Sachen macht. Also für mich ja auch, wie gesagt, so meine geheime Lieblingsmarke und das ist ja ein Riesenwiderspruch, weil ich halt, wie gesagt, ja kein Saucony gerade habe. Ja, aber das ist auch so, da Ey, könnte ich mich, Wahnsinn, eigentlich super könnte ich geil. mich dumm und dämlich kaufen. Aber irgendwie, keine Ahnung, den einen, den ich hatte, den Megabyte, den muss ich leider auch zurückschicken, weil sich die Sohle genau hier gelöst hat. Ach, krass. Und das habe ich halt nicht eingesehen, habe ich ihn zurückgeschickt, war auch alles easy, habe die Kohle zurückbekommen. Und jetzt gibt es den einmal noch in so einem Store in Kiel. Ich weiß nicht. Nein, nicht bei Sneaks, keine Sorge. Hier gibt es sie nämlich. In so einem Sneakerladen in Kiel irgendwo. Hä? Wie No Talent? Was ist das denn? Das ist so ein Laden in Kiel, Das aber hast du ich schon glaube, es ist gesagt. eher so ein Kollektivladen. Also es ist jetzt kein Okay. Store an sich, der ist irgendwo Knupperweg, meine ich. Hier irgendwo. Ah, warte mal, ich weiß, glaube ich, welchen du meinst. Das ist der bei der Kunsthochschule in der Nähe, glaube ich. Ja, hier Oder? Feldstraße, Wald, kommt hin auf jeden Fall. Ich glaube ja bei Ennis hier auf der Ecke bei unserem Friseur. Aber habe ich. Ah, doch, ich weiß, das ist neu. Das ist tatsächlich direkt beim, ja, genau bei Ennis da um die Ecke. Krass, wusste ich gar nicht, dass das so. Da gibt es auf jeden Fall auch viel geilen Stuff. Da gucke ich auf jeden Fall mal nächste Woche vorbei. Und Schaue ich unter mal. anderem eben auch. Geil. Wie? Ach, hier ist er. Und auch noch in meiner Größe. Und ich bin immer kurz davor. Der war tatsächlich, ich habe meinen vor ungefähr 1,5 Monaten zurückgeschickt. Da war der noch auf 99 und ich hatte gehofft, dass er noch runtergeht. Jetzt sind wir bei 83. Eigentlich müsste ich ihn jetzt hier direkt mal live koppen mit euch. Weil ich finde den nach wie vor einfach sehr, sehr geil. Auch wenn er irgendwie sehr langweilig ist. Aber es ist halt so einfach so ein Schulrechner, ne? Der hat so ein bisschen Ist schon Schulvibes. geil. Aber wenn du da bist, dann richte mal liebe Grüße da aus. Mach Also ich. ich glaube, das sind coole Jungs, Cool. coole Mädels.
Aber Saucony wirklich einfach nur Liebe, 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 auch wenn es jetzt nicht so oft im Schuhschrank vertreten ist.